Folge Nummer 61 von Oxygen Not Included. Ja, letzte Runde hat Harold fast geschafft, sich selber in den Tod zu bringen, weil er hier den Lüfter die ganze Zeit bedient hat. Fand ich jetzt nicht so cool. So, was machen wir hier? Wir machen mal blöde Dinge, fällt mir gerade so auf. Ne? Achso, wir sind aber schon hier am Abbauen, dass der Wasserstoff dann da irgendwo abgesaugt werden kann. Aber wo wird der abgesaugt? Hier gar nicht, oder? Der kann aber nicht hoch, ne? Der Sauerstoff, der hier produziert wird, der ist ja auch wieder so richtig cool, oder? Komm, dann machen wir ein paar Steinchen, die dafür die Luft durchlassen. So, oder? Und die müssen weg, damit das da auch hinkommt. Hier haben wir keinen Strom. Also Strom haben wir schon, aber nicht genug. Ja, wird dann vielleicht besser, wenn die auch beide laufen, ne? Okay, wie ist die Prio denn hier? Auf 5. Machen wir einen auf 9. So, Verhungern ist weg. Wir haben auch schon 9000 Kalorien. Das ist schon mal gut. Okay, hier haben wir irgendwas mit dem Wasser gemacht, was jetzt auch funktioniert. Hoffe ich. Das kommt hier mit 43 Grad runter, 41 Grad. Okay, kühlt da wohl ab, weil hier vielleicht was verdampft. 127 Grad. Es tropft da was runter. Ja, könnte aber funktionieren mit unserer Kühlung hier, wenn es denn überhaupt funktioniert. Das Wasser im Rohr hat 29 Grad. Und das, was runterkommt, hat 26. Okay, 2-3 Grad gehen runter. Radiator, Wärmetauschplatte, Wasser. Wie viel Grad hat es? 29. Und hier hat das Wasser 28. Und eine Etage tiefer auch 28. Und hier hat es 27,9. Nach unten hin kälter, passt, ne? Jetzt noch 29,5. Hat es 29,7. Ja, bin ich gespannt. Was vielleicht nicht so ideal ist, dass wir ja gar keine Isoliersteine dazwischen haben, ne? Sollte man vielleicht hier haben, oder? Ist die Frage nur, wie weit? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen doof jetzt hier. Ich glaube, wir müssen das großräumig machen, wenn. Wo ist denn hier? Ich glaube, so müsste es sein, dann vielleicht. Obwohl es tendenziell hier natürlich auch nicht warm werden sollte. Das produziert alles Wärme hier, ne? Ja. Verhungern. Wer verhungert? Wer wollte verhungert? Wer sonst? 1000 Kalorien. Vielleicht geht er auch jetzt essen. Ne, duschen. Hier ist auch Harold, der am meisten Stress hat, ne? Geduscht hat er. Ah, da gibt es keinen Sauerstoff. Ah, die Steine sind jetzt hier noch im Macher. Nahrungsmangel ist auch klar. Jetzt geht er schlafen. Aber ich tippte nicht während des Schlafens, aber. Also so ganz ist mir das nicht geheuer mit ihm, dass er da nicht genug isst, ne? Die anderen sind alle pfiffig drauf. Tier verhungert. Oh, hier gibt's kein Ding, es ist keine schmutzige Luft mehr, oder wie sehe ich das?
Wo kommt denn das her? Aber wird doch hier genug schmutzige Luft reingepustet. Ja, ihr müsst da nur noch mal zum Rohr hingehen und da was essen, ne? Hat auch gleich schon Schleim fallen lassen, ne? Ist die Frage nur, warum hier so viel Erdgas drin ist, ne? Aber hier ist es weg. Eigentlich müssten wir mal gucken, dass wir hier noch eine Pumpe haben. Ne, Sanitärlüftung. Machen wir das hier hin. Machen wir das hier hin. Dahin und dann den Filter. Machen wir gleich hier neben, oder? Ja, sollte so richtig sein, ne? Und da kann der wieder raus. Und den müssen wir dann einstellen, dass der da das Richtige bekommt, ne? Hier gibt es keinen Strom oder was, da oben. Ich glaube, wir müssen dann hier unten hin. Da stand mal was, oder wie ist das? Tier verhungert. Die beiden verhungern da, super, ne? Aber naja, die kriegen aber gerade schon passende Luft. Also ist nicht so, wie die das jetzt erzählen, ne? Er ist müde. Ist Harold immer noch beim Verhungern? Ja. Wie viel hat er? Immer noch 600. War ja letztes Mal bei 250 oder sowas, dass er endlich dann essen ging, ne? Wird erstmal alles desinfiziert hier. Sauerstoff hat er wohl genug, ne? Er ist natürlich flott hier unterwegs, ne? Wieso ist er angeschlagen? Was hat denn Mieb? Der hat eine Lebensmittelvergiftung. Können wir hier tendenziell was gegen Lebensmittelvergiftung machen? Haben wir doch, oder? Ne, haben wir nicht. Oder haben wir irgendwo Heilpillen? Gute Frage, ob wir irgendwo Heilpillen haben. Medizinbedarf. Medizinpackung? Nummer 4. Lager nicht verfügbar. Gegen mittelschwere Krankheiten hilft das. Liegt da so rum. Was ist denn hier dran? Da ist doch Medizin dran. Warte, Heilpillen sind da nicht drin. Allergiemedikamente sind da drin. Na super. Machen wir das auf 9. In der Hoffnung, dass das Passende gemacht wird. Wo ist der verhungernde Harold? Da. 400. Hat er noch. Ah, Essen macht er jetzt. Okay. 48% Stress hat er. Jetzt hat er gerade mal 1000. Der könnte schon wieder essen gehen, ne? Das ist Harold zugewiesen. Welche Dringlichkeit gibt es hier am Essenstisch? Vielleicht können wir das so erhöhen, dass er dann mehr isst oder öfter isst. Ich weiß es nicht.
Unser Wasser geht auf jeden Fall hier rein. Aber dauert, bis es darüber schwappt. Das ist erstmal alles gut, oder? 28,9. 28,2. Hier ist kein Wasser. 27. 27,4. 27,1. Das wird definitiv abgekühlt, ne? Achso, der Mordrak hatte mir geschrieben, dass ich das mit der Kühlung hier, was ich hier vorhab, nicht funktioniert. Meint er. Weil das drin drum alles wegschmilzt und dann sackt das ab. Und hier wird nicht genug Kälte gemacht. Hier sind zu wenig von diesen Keuchwurz. Vielleicht. Kann man denn hier was anpflanzen? Kann man die Keuchwurz anpflanzen? Phosphorit brauchen die. Pflanzentöpfe, okay. Das bedeutet, wir müssten hier ein paar Töpfe hinstellen, ne? Hier, das Wasser da. Ach, das fällt da runter. Ist alles gut. Wunderbar. Das bedeutet, wir müssten gucken, dass wir hier Töpfe hinstellen. Nahrung. Gucken, ob das was wird, ne? Absolut. Okay. Das sind doch drei. Ich dachte, es wären nur noch zwei. Bockepanzerhülle, Bockepanzerrogen. Ja, weiß nicht. Das kann da so. Hier ist ja schon ein bisschen was mit Bauen möglich, ne? Erst lecker Essen anmachen. Sollte also funktionieren. Miep hat die Lebensmittelvergiftung wohl immer noch, ne? Ein Zyklus. Naja, weiß ich nicht. Müssen wir gucken, ob wir das besser hinkriegen. Oder dass er da gesund wieder wird. Müssen wir drauf achten. Objekte fehlen Ressourcen, ist klar. Da passiert nichts. Die verhungern aber auch nicht mehr. Hier haben wir den zweiten Generator angeschmissen. Vielleicht sollten wir den mal priorisieren noch mehr. Und das bringt uns ja auch Strom. Wie sieht es da mit Lüftung aus? Wäre dann angeschlossen. Und der Kohlendioxid kommt da raus. Das müssen wir noch so machen, ne? So, und dann brauchen wir noch Strom an der Kiste, ne? Müssen wir erstmal das einfache Kabel haben? Haben wir nicht. Dafür müssen wir Batterien dann haben. Und Batterien. Intelligente Batterien haben wir jetzt auch nicht. Ist denn hier irgendwo eine Batterie in diesem System? Oder haben wir das auch falsch? Ne, Strom müssen wir anlassen, sonst sehen wir das nicht. Ah, okay, da ist eine Batterie im Endeffekt. Aber das müssen wir hier dann anders machen, glaube ich. Müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen, oder? Was macht Miep jetzt? Miep stirbt bald. Wieso ist Miep schwer? Wieso hat er schwere Verletzungen? Ist erschöpft? Miep, wäre wichtig, dass du jetzt mal gerade guckst, dass du dich weglegst.
Miep darf gar keine Aufträge mehr machen. Kriegen wir das denn hin? Gesundheit. Kalorien hat er genug. Körpertemperatur 97. Dekoration ist klar. Nichts. Niedrige Moral. Volle Blase. Heute Belastung. Wo hat er sich denn jetzt verletzt? An der Dingens? An der... Wo ist denn jetzt hier der Dingens? Belastete Mehl aus war das. Diese Typ kann schwere Verletzungen in seiner Arbeit und sein Wohlbefinden beeinflussen. Kriege ich den dann dahin, dass der. Der soll keine Aufträge mehr machen. Miebs Prioritäten weg. Wo ist Mieb da? So, Miep, jetzt machen wir nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so gerade richtig mache, ne? Aber ich kann, glaube ich, dieses nehmen, ne? So, jetzt ist Miep davon ausgeschlossen, dass er was tut. Wo ist er jetzt? Der schläft jetzt. Der geht jetzt schlafen selbst. Wo ist Miep? Warte mal, geh jetzt zu da. Der muss hier irgendwo sein. Wo ist er denn? Da sollte er hin. Ari? Otto? Kann ich hier durchblättern? Nein. Miep zugewiesen. Wieso war der... Wo ist er? Wo ist Miep? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Wo ist er? Da ist er. Verfolgungskamera. Der schläft da mitten auf dem Gang. Schwere Verletzung. Wie kriegen wir den wieder fit? Heilen Krankenbett. Zentrum der Aufmerksamkeit. Wenig Sauerstoff. Schwere Verletzung. Wäre schön, wenn Miep jetzt ins Krankenbett geht und nicht mehr schläft. Hier steht jetzt auch nichts, was ich... Ach da, erschöpft. Wie kriege ich denn jetzt wieder hin? Die Erschöpfung nehmen wir mal zu, anstatt zu weniger Wert. Kriege ich den dann wieder fit? Boah, das ist ja jetzt voll nervig, ne? Herold, der rennt wie bekloppt darum. Hat wahrscheinlich gleich schon wieder Hunger. Hat Miep denn jetzt hier Dingens? Nacht? Ne, Nacht hat er nicht. Oder? Da ist Miep. Oh, Otto hat ist ein Frühaufsteher. Na doch, das passt ja dann.
Die Erschöpfung nimmt bei Miep immer weiter zu. Obwohl er nichts macht. Ich habe dem ein Krankenbett zugewiesen, aber er geht da ja nicht hin. Jetzt wird er wach. Ich hoffe, jetzt geht er dahin. Gesundheit ist auf jeden Fall 30. Es sieht so aus, dass er auf jeden Fall ins Bett geht. Man sieht jetzt die Linie nur da, bis sie irgendwo gehen, aber es ist wichtig, dass er auf jeden Fall in die Krankenstation geht. Jetzt geht er da erstmal auf Toilette, das ist schon mal gut, dann geht er auch im Wert hoch. Die Blase wird dann leer. Das hat er schon mal geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Jetzt leg dich ins Bett. Nein, wo gehst du hin? Okay, was essen holen oder was? Ah, Erholung beim Wasserkühler ist ja auch nicht verkehrt. Wo ist denn der Wasserkühler? Oder holt er sich da was zu essen? Ja, er holt sich was zu essen, das ist auch nicht verkehrt. Und setzt sich wahrscheinlich dahin zum Essen, ne? Das ist auch gut. Hier wäre es sinnig, noch einen Kühlschrank drin zu haben. Gesundheit ist noch 30. Jetzt leg dich da ins Bett gleich bitte, damit du gesund wirst. Ja, 34, da sind jetzt, zählen jetzt die Sekunden runter, bis er wieder gesund wird. Er ist schlapp, dann sehen wir. Lausige Mahlzeit war das, ja. Geh ins Bett, genau. Das ist eine gute Idee. Und ich hoffe, dass das hier was bringt. Im Zyklus mehr. Ah, es ist 31 geworden. Ich glaube, das ist auch gut, dass er da im Bett erstmal liegt. Ja, gut, da würde ich sagen, sind wir für die Folge aber auch schon durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und genauso gerne das mit dem Dingens machen. Und sag schon, Video auf anderen Kanälen teilen. Jetzt lasst uns gerade noch hier reingucken. Oh, Schupfwühlmause, Ei. Was sind Eier? Die machen alles kaputt, glaube ich. Aber ich weiß, ich habe noch keine gehabt. Aber wir können ja die drei Eier nehmen und können die dann längens, wer heißt es, kaputt machen, ne? Haben wir den Eierticker irgendwo, oder? Würde ich hoffen, da war er. Und da können wir die drei Wühlmauseier dann da zu Spiegelei machen, oder? Und das machen wir mal als Prio hoch, damit das auf jeden Fall passiert. Sollte unser Koch doch machen, ne? Miep hat jetzt schon 35, das ist schon mal gut, das steigt an. Alles klar, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich, bis dann, ciao!